Hallo meine Lieben, ich habe mal wieder einen kleinen Test für euch gestartet. Und zwar wurde ich immer wieder gefragt, ob man mit dem Acrylic Cream Gel auch Press-on Nails arbeiten kann. Und da ich die Frage bisher nicht beantworten konnte, weil ich es selbst noch nicht ausprobiert habe, habe ich das jetzt hier einmal in diesem Video für euch zusammengefasst. Und ob das funktioniert hat und wie es funktioniert, das seht ihr jetzt in diesem Video. Und wenn ihr mögt, könnt ihr meinen Kanal gerne kostenlos abonnieren, das Glöckchen aktivieren. Denn dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von mir. Und wenn ihr mir zusätzlich noch auf Instagram folgt, dann bin ich richtig happy. Und ja, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Hier seht ihr einmal die vorbereiteten Naturnägel. Einen Nagel habe ich schon angebracht, beziehungsweise einen Extreme Ballerina-Tipp, die habe ich dafür verwendet und es sitzt bombenfest, wie ihr sehen könnt. Und hier habe ich mir dann schon die ganzen Tipps zurechtgelegt und auch schon anmattiert. Wie das funktioniert, habe ich schon in einem Video gezeigt. Das verlinke ich euch auch mal am Ende dieses Videos. Und ja, dann steht eigentlich dem nichts mehr im Wege. Ich empfehle immer, ein Haftmittel aufzutragen, bevor ihr mit den Acrylic-Gelen arbeitet, egal ob es die flüssigen sind oder die klassischen, die fest sind. Ich trage jetzt hier den Sticky Ultra Bond Primer einfach auf. Ihr könnt aber auch ein Haftgel nehmen oder eine Kombination, wenn ihr mögt. Wichtig ist, wie gesagt, nur, dass ihr ein Haftmittel verwendet. So, und jetzt geht's los. Ich habe mir hier einmal den passenden Tipp ausgesucht. Und zwar sollte der Tipp ja, passig sein, beziehungsweise doch besser so eine Nummer oder eine halbe Nummer zu groß. Da müsst ihr mal gucken, wie ihr das macht. Denn je nachdem, wie viel Material ihr einfüllt, ich verwende jetzt hier das Acrylic Cream Gel Natural Nails. Und je nachdem, wie viel man in den Tipp eben einfüllt, umso größer muss der Tipp sein, umso mehr Material ihr einfüllen möchtet. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Wenn nicht, schreibt mir wie immer alles in die Kommentare, wenn irgendwas unklar ist. Und ja, ich habe das jetzt hier eingestrichen, eben auf die Fläche, die ich anmattiert habe. Und die anmattierte Fläche sollte eben genauso groß sein wie das Nagelbett von dem entsprechenden Nagel eben. Ja, und jetzt nehme ich den Tipp und setze ihn an. Ich achte dabei darauf, dass ich zum Rand, also nach hinten zum Nagelwall hin, etwas Platz lasse, damit das Material, was hinten rausquillt, nicht direkt an der Haut sitzt. Und ja, das habe ich hier einmal gemacht. Ihr seht, es ist rausgequollen. Jetzt nehme ich mir den Pinsel und verteile mir das Gel. Also ich arbeite das ordentlich an den Rand hinein, aber nicht an die Haut. Und versuche somit auch ja, Feilarbeit aus dem Weg zu gehen, indem ich das eben schon so ein bisschen glatt modelliere, damit ich danach ja eben nur noch mal zaghaft mit der Feile drüber gehen muss und ansonsten eben alles schon sitzt. Ich justiere hier jetzt noch einmal ein bisschen nach. Also mit dem Acrylic Cream Gel ist das nicht ganz so einfach, wie ich festgestellt habe. Und ja, habe dann so anhärten lassen, beziehungsweise aushärten lassen. Und so schaut das Ergebnis aus. Also es hat wirklich gut funktioniert, aber es ist natürlich auch etwas knifflig. Jetzt nehme ich mir hier eine Bufferfeile und mattiere einfach mal den Tipp an. Also das solltet ihr auf jeden Fall tun, den Tipp anmattieren, wenn ihr dann einen Design obendrauf machen möchtet. Denn einen Aufbau braucht ihr nicht mehr machen. Der ist quasi in diesem Fall dann schon gegeben und dadurch, dass die Extreme Ballerina Tipps auch sehr stabil sind, braucht ihr euch da keine Sorgen machen, dass da irgendetwas bricht oder so. Die sind vom Material her wirklich extrem stabil. Und jetzt beschäftige ich mich hier hinten mit dem Rand, nehme mir eine Feile und begradige bzw. glätte das da hinten eben und gleiche auch diesen Übergang von diesem rausgequollenen Material zum Tipp eben an. Und wenn was daneben gelaufen ist, bzw. doch in die Haut gelaufen ist, dann müsst ihr das natürlich auch rausfeilen, wobei das trotzdem Liftings gibt. Das ist leider meistens der Fall. Also auch bei dieser Technik braucht man eben etwas Übung. Das ist jetzt das dritte Mal, glaube ich, dass ich diese Technik angewandt habe. Also wenn man sich da so ein bisschen reingefuchst hat oder mehr reingefuchst hat und sich ein bisschen ausprobiert, dann schafft man das, glaube ich, denke ich auch irgendwann, dass da nicht mehr so viel Material rausquillt, wenn man erstmal den Bogen raus hat, wie viel Material brauche ich eigentlich? Und ich bin da auch immer noch so ein bisschen am Tüfteln und versuche noch eine neue Technik. Und ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch weiteres Interesse an dieser Press-on-Nail-Geschichte habt. Also ob ich da noch weitere Tests machen soll für euch. Und
Ja, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, und so sieht der Nagel dann einmal befeilt aus. Wir haben einen glatten Übergang und können nun den Tipp kürzen. Und zwar würde ich das nicht mit einem Cutter machen, sondern wirklich mit dem Fräser. Denn dadurch, dass die Extreme Ballerina Tipps sehr stabil sind, wenn ihr da mit so einem Tipp-Cutter dran geht, dann habt ihr solche Dehnungs- und Spannungsstreifen. Und das sollte man vermeiden. Deshalb, wie gesagt, mit dem Fräser funktioniert das ganz einfach. Einfach auf die gewünschte Länge kürzen und dann habt ihr auch nicht das Problem mit diesen ja, Spannungs- oder Dehnungsstreifen. Und so schaut das dann einmal aus. Also man kann dann jetzt mit der Nail Art loslegen und so sieht das Endergebnis dann letztendlich aus. Wir sind sehr zufrieden und ich bin gespannt, wie lange das hält. Da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Ja, und ansonsten die Pigmente, die ihr auf den Nägeln seht, die wird es demnächst im Shop geben. Ihr Lieben, wie ihr sehen konntet, es hat funktioniert, aber ich muss sagen, gerade bei Krallennägeln war es jetzt ein bisschen schwieriger als mit dem normalen, gewöhnlichen Acrylic-Gel, also mit dieser festeren Konsistenz. Aber es hat auch hier funktioniert und ich denke, wenn ihr ja gerade gewachsene Nägel habt, also keine Nagelanomalien in Anführungsstrichen, dann sollte das auch kein Problem sein, die Methode anzuwenden. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, die Kombination aus Tipp festhalten und dann aushärten. Auch hier muss ich sagen, finde ich das mit dem festeren Acrylic-Gel etwas einfacher. Aber das könnt ihr ja einfach mal für euch ausprobieren, welche Variante euch persönlich am besten gefällt. So, ihr Schnuckis, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, hoffe, euch hat das Video gefallen und freue mich über eure Däumchen nach oben. Bis bald, meine Süßen. Ciao!